Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, wir sollen uns irgendwo hier mit der Druidin treffen. Ich denke mal, dass sie wahrscheinlich oben hinter dem Felsen irgendwo versteckt sein wird. Da, ah ja, das ist doch bestimmt dieser Felsen, von dem sie gesprochen hat. Das nehmen wir noch schnell mit. So, hier. Die Dunkelheit regt sich. Die Wurzeln beben. Druiden versammeln sich. Ich nähre und ich sehe. Werde ich gebraucht? Ich glaube, das ist nicht weise, Free. Ich vertraue dem Feuersang nicht. Feuersang. Pulsierend, reißend, aus dem Boden gezerrt. Blut auf den Blättern. Eine Erinnerung. Optional. Sprecht mit Free. Ihr, anwesend, als Blut die Blätter tränkte, als Augen sich öffneten und Wurzeln erwachten. Verteidigerin. Ihr spürt es, ja? Unruhe im Erdboden. Etwas Falsches. Ich verstehe nicht. Was könnte denn ein Naturgeist aufbringen? Ein Lied des Hasses weht durch die Zweige. Leid tropft wie Harz, durchtränkt den Boden. Durch Feuer erweckt. Beben, Vulkan, Totholz, Blut im Schatten. Ich bin aufgebracht. Kann ich verstehen. Das hört sich nach Krieg an. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Mensch gegen Mensch, also Druide gegen Druide, oder ob damit auch der Krieg gegen die Natur gemeint ist. Was hat das zu bedeuten? Fels, Wurzel, Blatt, Bach. Alles Träume des Grüns. Meine Verwandtschaft, Geister, denen Gestalt verliehen wurde. Wir sind Zweck, Bedeutung. Nun wächst ein neuer Zweck. Unwillkommene Wandlung. Was ist euer Zweck, Free? König Kasorein rief mich aus dem Grün. Eine Entscheidung wurde gefällt. Ein Augenblick. Warten. Gebraucht. Mein Zweck ist, zu sein. Warten. Zuhören. Wurzeln müssen Wasser finden, bevor sie trinken können. Laurel, bitte übersetze. Willkommen am erzählenden Stein, meine Freundin. Diese Runen erzählen jene Prophezeiung, die wir den Traum von Kasorein nennen. Fast nichts ist aus der Zeit des Druidenkönigs geblieben. Doch wir haben dies. Und nun auch Free. Habt ihr Free allen verheimlicht? Ihr habt gesehen, was Erzdruide Michiel den Wirt antat. Druiden, die bereit sind, anderen so weh zu tun, sollten nicht bekommen, was sie wollen. Daher habe ich für Fries Sicherheit gesorgt und Sem geholfen, mehr über die Leute um Sen herum zu erfahren. Free wächst jeden Tag. Es ist unglaublich. Habt ihr schon herausgefunden, warum die Feuersang-Druiden Free wollten? Ich weiß wahrscheinlich mehr über den Druidenkönig als jeder andere lebende Druide. Doch das bleibt ein Geheimnis. Der Traum von Kasorein beschreibt einen bebenden Berg und einen erwachenden Seher. Ich glaube, damit sind der Feuersangberg und Free gemeint. Wie passen die heiligen Samen dazu? So viel ist vergessen, dass ich nur raten kann. Vielleicht glaubt Erzdruidin Orleid, die Samen müssten vereint werden, damit die Prophezeiung sich erfüllt? Bis sie ihrer Gewalt ein Ende machen, will ich Free vor ihnen geheim halten. Sehen wir uns an, was beim Drauife geschieht. Wo wird der Drauife stattfinden? Der Drauife beginnt bald. Drei Erzdruiden aus jedem der Zirkel treffen sich in einem Grüntal inmitten der Hügel auf der anderen Seite dieser Senke. Gleich südlich von hier. Wir sollten uns auf den Weg dorthin machen. Ich will nichts verpassen. Was meint ihr, was der Traum von Kasorein bedeutet? Eines Tages wird ein neuer Druidenkönig erscheinen, um den Efeu-Thron zu besteigen. Kasorein führte unseren Rückzug vom Festland, doch er sah auch einen Tag vorher, an dem die Druiden wieder ihren Platz in Tamriel einnehmen. Zum Guten oder zum Bösen. Zum Guten oder zum Bösen?
Meint ihr, die Rückkehr des Druidenkönigs könnte etwas Schlechtes sein? Der Traum ist ein Versprechen und eine Warnung. Manche Druiden glauben, wir seien ausersehen, Tamriel eine grüne Erneuerung zu bringen. Allen beizubringen, im Einklang mit der Natur zu leben. Andere fürchten eine grüne Geißel, wenn die Natur Amok läuft und die Tyrannei der Druiden von allem Besitz ergreift. Welche Bedeutung haltet ihr für richtig? Ich glaube, der Traum ist eine Metapher. Kasurain erinnerte uns daran, woher wir kamen. Der Tag, den er beschrieb, wird niemals kommen. Doch wir sollten unser Leben so führen, als stünde er kurz bevor. Die richtigen Entscheidungen fällen. Die richtigen Dinge tun. So sehe ich es. Wie würde diese grüne Geißel der Prophezeiung zufolge eintreten? Schwer zu sagen. So viel daran ist Auslegungssache. Ich glaube, sie warnt vor einem Thronräuber, der durch Gewalt und Verrat nach der Königswürde strebt. Vielleicht geht es um das Ende der Herrschaft von Kasurain. Ich habe Verweise auf einen Allwelten-Todeskult gefunden, der zur damaligen Zeit umtriebig war. Erzählt mir von dem Druidenkönig. Kasurain war der letzte Druidenkönig. In einer längst vergangenen Ära führte er uns von Hochfels nach Galen. Die Druiden hofften, ein Land zu finden, wo sie in Frieden leben und Ifris Lehren so folgen konnten, wie sie sie verstanden. Warum war Kasurain der letzte Druidenkönig? Er wählte keinen Nachfolger aus, ehe er starb. Stattdessen erkannte Kasurain die drei Zirkel an und trug ihnen auf, sich selbst zu regieren. Gemeinsam, in Frieden. Und so entstand der Drauife, das Konzil der Druiden. Seitdem hat uns der Drauife geführt. Okay, geht zum Drauife Grüntal. Wie komme ich denn am besten... Oh, Hallöchen. Die Ritterorden von Hochfels, die hätte ich jetzt fast übersehen. Und ich muss zugeben, dass ich schon gedacht hatte, dass das etwas zum Stehlen ist. Aber es ist ein Buch. Und das ist natürlich immer gut, weil damit könnt ihr was durchlesen, wenn ihr möchtet. So, die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt am besten dahin? Einmal nicht übers Wasser. Nicht über losgehen und keine 1000 Euro ein. Ziehen, beziehungsweise ich glaube 8000, wenn man draufsteht und 4000, wenn man drüber geht, oder wie war das? Die habe ich auch. Bevor. Der Drauife muss einen neuen Druidenkönig krönen. Vielleicht, aber ihr habt kein Recht, die heiligen Samen mit Gewalt zu nehmen. Ihr versteckt eure Samen und behaltet den Säher aus dem Traum von Kasurain für euch. Ihr habt diesen Krieg erklärt, nicht der Feuersack. Kein Druidenkönig kann gekrönt werden, bis die Zirkel vereint sind. Der zählende Stein ist da recht klar. Dieser Drauife ist eine Farce. Das Alte muss weggebrannt werden, um das Neue zu enthüllen. Orleit hat den Großteil des Druiden ermordet. Wir entkommen! Laurel, halt! Verdammt, ich setze ihr nach. Meine Freundin beschützt die verbleibenden Erzdruiden. Erteilt diesen Seeschlangen eine Lektion! Mado! Ich bin zu Barbar und Alice! Hab Dank, Festländerin. Jetzt geht und helft Laurel und Stefan. Machen wir! Ich halte hier Wache! Sind schon auf dem Weg. Funke, mach bitte den Rest. Funke ist auch wesentlich zuverlässiger als Bastian. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Flieht, Laurel! Rettet euch! Stefan! Macht euch bereit für den Tod! Außenseiterin! Kümmert euch um sie, Branak! Ihr habt meinen Champion bezwungen? Graf Mornar sollte sich zurückhalten, sonst ist das Leben seines Sohns verwirkt. Die Ahngezeiten werden Orleit hierfür zur Verantwortung ziehen. Sie hat Stefan. Wir müssen mit Bedacht vorgehen. Doch dank dieser Festländerin leben wir noch. Wir müssen Graf Mornar informieren. Ich schreibe Erzdruiden nichts vor, aber ihr seid in Vastyr willkommen. Orleit wollte mich verschleppen, doch Stefan griff ein. Er brachte sich selbst in Gefahr, um mich zu retten und meinen Zirkel zu schützen.
Wir müssen Graf Mornar sagen, was geschehen ist. Und dann müssen wir Stefan helfen. Was glaubt ihr, weshalb Erzdruidin Orleid den Draoifer angegriffen hat? Erzdruidin Orleid hatte nie vor, den Draoifer über ihre Taten urteilen zu lassen. Wurzel und Wuchs! Sie hat ihrem Erscheinen nur zugestimmt, damit sie die grauen Segel die Erzdruiden töten lassen konnte. Sie wollte die Steinlehre und die Angezeiten angeschlagen und ohne ihre Anführer zurücklassen. Wir haben Erzdruide Raval und Erzdruide Ellig vor den grauen Segeln gerettet. Das sehe ich. Hab Dank. Das war besser als alles, was ich tun konnte. Ich jagte Orleid nach und lief ihr geradewegs in die Arme. Noch schlimmer war, dass ich Stefan zu ihr geführt habe. Jetzt hat der Feuersang eine Geisel. Was wird Erzdruidin Orleid Sir Stefan antun? Ich weiß es nicht. Doch Graf Mornar wird wütend sein. Erzdruidin Orleid könnte den heiligen Samen im Austausch für Stefan verlangen. Oder sie könnte Haus Mornar zwingen, sich zurückzuhalten, bis ihre Verbündeten die Samen für sie gesammelt haben. Das wäre schlecht. Tja, dann verlassen wir erstmal das Grüntal. Und finden uns auf wundersame Weise im Castel Mornar. Jetzt ist mein Sohn in ihren Fängen. Wir hätten diese törichten Druiden ihren Zwisten überlassen sollen. Sie zu ignorieren heißt nicht, dass sie euch ignorieren. Wir brauchen die Ahngezeiten und die Steinlehre, um diese Bedrohung abzuwenden und euren Sohn zu retten. Ulef sagte mir, ihr hättet eine größere Rolle bei der Abwehr der Grauen Segel und der Verhinderung des Angriffs auf den Druidenrat gespielt, Söldnerin. Ist der Feuersangzirkel wirklich ein Bündnis mit den verhassten Meereselfen eingegangen? Die Grauen Segel helfen dem Feuersang, die heiligen Samen der anderen Druidenzirkel zu beschaffen. All dieser Ärger wegen irgendeines druidischen Unfugs. Und das führte zum Tod von 4 Erzdruiden? Unfassbar. Doch ich hätte nicht gedacht, dass Meereselfenpiraten sich auf ein Bündnis einlassen, bei dem es keine Beute gibt. Was hat Meeresfürst Nalos von all dem? Laut den Befehlen, die wir gefunden haben, versprach Erzdruidin Orleid ihm eine Festung auf Galen. Nicht überraschend. Eine Druidin, die nicht an Besitz glaubt, verschenkt großzügig etwas, was ihr nicht gehört. Ich bin es, der Galen regiert. Hat Erzdruidin Orleid gesagt, was sie von mir will, damit sie meinen Sohn am Leben lässt? Erzdruidin Orleid will, dass Haus Mornar ihr nicht in die Quere kommt, während sie die heiligen Samen beansprucht. Ich hatte keinerlei Interesse an druidischen Zwisten, bis sie meinen Sohn bedrohte. Stefan hat mich gewarnt, dass etwas Gefährliches im Gang ist. Ich hätte auf ihn hören sollen. Hier, Haus Mornar bezahlt stets seine Schulden. Da kommt noch mehr, wenn ihr uns weiterhelft, Söldnerin. Ja, und wir erhalten erfüllte Beine vom Set Hintergassen-Gourmet, einmal die Kopfbemalung Üffelons Gesichtsmal und einen Fertigkeitspunkt. Ich weigere mich, mir von den Feinden Galens diktieren zu lassen, was ich zu tun habe. Doch ich wage es nicht direkt gegen den Feuersangzirkel oder ihre Freunde von den grauen Segeln loszuschlagen, solange sie Stefan als Geisel halten. Was sagt ihr, Söldnerin? Bereit, euch noch mehr vom Gold des Hauses Mornar zu verdienen? Was soll ich für euch tun, Graf Mornar? Ich vertraue nicht darauf, dass Erzdruidin Orleid meinen Sohn verschonen wird, selbst wenn sie alles bekommt, was sie will. Ich werde meine Ritter anweisen, zurückzuweichen. Soll sie denken, dass mich diese Drohung tatenlos macht? In der Zwischenzeit arbeiten wir heimlich daran, Stefan vor dem Feuersang zu retten. Was schwebt euch vor? Während Erzdruidin Orleid sieht, dass meine Ritter tun, was sie verlangt, nichts, will ich, dass ihr Stefan findet und ihn befreit. Dulef sagt, die Erzdruiden der Steinlehre und Ahngezeiten wären hier in der Stadt. Bringt sie dazu, euch zu sagen, wo Stefan festgehalten wird. Ich spreche mit den Erzdruiden und finde Sir Stefan. Ich zähle auf euch, Söldnerin. Rettet meinen Sohn und ihr könnt euren Preis selbst bestimmen. Dulef sagt, Raval und Ellig seien an der Brücke östlich von Vastyr. Sprecht mit ihnen. Sie kennen Teile von Galen, die niemand sonst gesehen hat.
Sie müssen eine Ahnung haben, wo wir Stefan finden können. Würde der Feuersang Sir Stefan von der Insel schaffen? Auch wenn das Heim des Feuersangs Yphelon ist, vermute ich, dass Orlight ihn in der Nähe behalten wird, während sie die Samen der anderen Druidenzirkel beschafft. Er könnte auf einem Schiff der Grauen Segel sein, doch ich bezweifle, dass der Feuersang seinen Verbündeten eine so kostbare Fracht anvertrauen würde. Ihr scheint nicht viel Respekt vor Druiden zu haben. Respekt? Vielleicht nicht. Doch ich habe sie meist in Ruhe ihre uralte Religion praktizieren lassen. Mein größtes Problem mit ihnen, vor der derzeitigen Krise, war ihr Beharren darauf, sich an der Vergangenheit festzuhalten. Bretonen müssen moderne Lebensweisen annehmen, wenn wir aufblühen wollen. Hat Haus Monarch immer schon Galen regiert? Ja, aber wir herrschten noch über so viel mehr. Mein Vater war der Herzog der Systren. Als er König Ranser in seinem Krieg gegen den Großkönig unterstützte, nahm Emmerich ihm den Herzogtitel und verlieh ihn Haus Dufour. Eine ungerechte und harte Strafe, meiner Meinung nach. Warum habt ihr Sir Stefans Warnungen über Ärger zwischen den Druidenzirkeln verhallen lassen? Eine harte Frage, aber angemessen. Mein Haus empfand es stets als klüger, die Druiden ihren eigenen Angelegenheiten nachgehen zu lassen. Die meisten von ihnen mögen uns ohnehin schon nicht. Man stelle sich ihre Ablehnung vor, wenn die Monarchs in ihren kleinen Streitigkeiten Partei ergreifen würden. Sir Stefan scheint sehr an den Druiden interessiert zu sein. Ich gebe seiner Mutter die Schuld. Wiesel interessierte sich für die Lehren der Druiden, als sie nach Galen kam. Sie teilte das Interesse mit unserem Sohn. Als Wiesel starb... Nun, ich konnte nichts verbieten, was Stefan mit seiner Mutter geteilt hatte. Naja, so richtig. Können wir mit dir noch kurz reden? Graf Monarch ist schlauer, als ich dachte. Der beste Weg, um einen Gegner zu entwaffnen, ist, ihm zu zeigen, was er zu sehen erwartet. Geht und sprecht mit Raval und Elik. Ich habe sie bei der Brücke östlich der Stadt gesehen. Und viel Glück, Seefahrerin. Nein, ich will nicht wieder mein Gedächtnis auffrischen. Oh, das nervt mich so. Was werdet ihr tun, während ich nach Sir Stefan suche? Wahrscheinlich mir wünschen, ich wäre an eurer Seite. Ich habe nicht viel für Strategie oder Hofpolitik übrig. Doch da Sir Stefan vermisst wird, wird Graf Monarch meine Hilfe bei der Verteidigung von Fastyr brauchen. Mein Platz ist hier im Kastell, ob es mir gefällt oder nicht. Nun gut, unser Platz nicht, deswegen kümmern wir uns jetzt um alles Wichtige. Wie es allerdings mit dieser Sache weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.